Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video und meinen Neuzugängen aus dem Oktober 2020. Solltet es hier irgendwie knistern und ich recht rot auf der Seite werden, dann liegt das hier an meinem Holzofen, den ich heute anhabe, weil es ist bitter kalt und definitiv ist der Herbst im Oktober eingezogen. Passend zum Herbst, aber auch ja, die Herbstfrisur. Ich weiß gar nicht, ob man hier so vor dem dunklen Regal irgendwie sieht. Ja, sie sind wieder kürzer, sie sind knapp kinnlang. Wenn sie glatt sind, sind sie einen Hauch länger. Und der Hals ist frei, der Nacken ist frei, man kann einen Schal tragen, man sieht wieder Ohrringe und es fühlt sich so schön an. Ich könnte den ganzen Tag nur so machen, was natürlich nicht gut ist, aber ja, sie sind wieder kürzer. Ich habe einfach gemerkt, ich bin mir irgendwann einfach auf den Keks gegangen mit meinen Haaren. Es war einfach zu lang, zu langweilig und es ist einfach nicht meins. Und ich finde die Länge jetzt wieder super, super schön und ich kann sie lockig tragen, aber auch glatt. Besonders wenn sie sich einfach nach 2-3 Tagen dann aushängen, dann werden sie geklättet. Das funktioniert super und ja, es gefällt mir sehr, sehr gut. Und es tut mir auch überhaupt nicht weh, mich irgendwie hier von, ja, keine Ahnung, 10 cm Haar zu trennen. Ich glaube, dass das einfach so meine Länge ist und dass ich jetzt einfach wieder so alle, ja, 8 bis 10 Wochen einfach mal zum Friseur gehe und dann einfach wieder ein bisschen was kürzen lasse. Und ja, ich finde, das passt auf jeden Fall ganz gut. Ja, das ist das erste Neue. Ansonsten gibt es noch, ja, 2 andere besondere Neuzugänge. Und zwar sind, ja, 2 Katzen bei uns eingezogen. Wir hatten ja Anfang des Monats einen Verlust in unseren Katzenkreisen und es war sehr schwer und ist auch jetzt noch in vielen Momenten immer mal sehr schwer. Aber wir haben einfach gemerkt, dass in unseren Herzen ganz viel Platz ist für noch mehr Liebe und haben uns entschlossen, 2 Katzen aus dem Tierheim ein schönes Zuhause zu geben. Und die Eingewöhnung funktioniert so okay. Ich glaube, dass die Neuzugänge sich recht wohl fühlen, auch recht gut nach 2-3 Tagen hier angekommen sind. Die Alteingesessenen, die Katzen auf dem Sub sozusagen. Ist das dann ein Suck? Sind das Stapel ungelesener Katzen? Nein. Nein, Sanina, würde ich nie, würde ich behaupten. Das ist, ich werde hier ganz böse angeschaut. Die brauchen natürlich einen Moment länger und ja, ich finde es aber auch gar nicht schlimm und das wird schon alles. Na, ihr seid ja hier keine Unkatzen, also von Unmenschen. Ja, ja, unser Herz sprudelt über, es ja, tut unglaublich gut und ja, bringt noch ein bisschen mehr Freude ins Leben, ne? Als hättet ihr keine gebracht. Na, das klingt so. Ihr wisst, wie ich das mache. Ich kann jetzt gerade nicht anders reden. Ja, nein, ich werde hier verlauscht. So, jetzt kommen wir aber zu den Büchern, das soweit, zu den neuen Dingen mehr oder weniger aus dem Oktober. Es sind 20 Bücher bei mir eingezogen. Ja, ist schon recht viel. Eigentlich sind es noch mehr, denn ich habe hier auch einen recht hohen Stapel mit Büchern, die nicht auf den Sub zählen, aber die zähle ich eben auch einfach nicht. Es sind tatsächlich 12 echte Bücher, fast ein bisschen viel, 2 E-Books, tatsächlich nur 2 E-Books, da war ich total überrascht, und 6 Hörbücher. Das gleicht es so ein bisschen wieder aus, wenn ich sage 50% ja, digital, 50% echtes Buch. Aber es sind tatsächlich recht viele echte Bücher, was aber daran liegt, dass ich auch mal bei Medimops bestellt habe und tatsächlich auch Wunschlistenbücher dort bestellt habe und auch sonst noch ein bisschen was bei mir eingezogen ist. Wir starten jetzt aber einfach der Reihe nach mit dem ersten Buch im Oktober. Das ist Identität 1412, herausgegeben von Sebastian Fitzek. Das sind 23 Quarantäne-Krimis, die eben beim ersten Lockdown im März, April geschrieben wurden. Es hat hier eben 1142 Geschichten gegeben. Ich glaube, es kommt jetzt im November auch eine E-Book-Version mit noch 100 weiteren Geschichten heraus, die nicht gedruckt werden, sondern wirklich nur dann eben als E-Book. Ja, da kann man dann einfach mal sehen, ob man das sich besorgt. Das Besondere an diesem Buch und weswegen es auch tatsächlich als echtes Buch bei mir eingezogen ist, ist, dass eben wir hier ein Charity-Projekt haben, denn sämtliche Gewinne aus dem Verkauf dieses Bandes kommen über das Sozialwerk des deutschen Buchhandels dem Buchhandel zugute. Und es haben hier so viele auf ihr Geld im Grunde verzichtet und das finde ich tatsächlich einfach unterstützenswert und ich habe die Krimis jetzt auch schon gelesen. Ich habe, glaube ich, ihm insgesamt 3,5 Sterne gegeben, wenn ich mich nicht täusche, 3,3.
weil ich das ja dann durchrechne und jetzt kommt die Sonne und es wird alles viel zu hell. Ach, und gleichzeitig nieselt es. Ja, es könnte jetzt irgendwo einen Regenbogen geben. Ja, ich blende euch vielleicht einfach das Buch darüber ein. Ich kann jetzt für die Sonne tatsächlich, ich würde sie jetzt ungern aussperren, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht geht sie auch gleich wieder weg. Und ja, ich habe sie alle gelesen. Es waren Highlights dabei. Auch einer hat mich so überzeugt, dass direkt ein weiteres Buch von ihm hier eingezogen ist. Und es gab aber auch ein paar Flops, wo ich so dachte, naja, die Geschichte hätte es jetzt auch nicht gebraucht, ja, aber dennoch haben mir gut gefallen und ich wollte es eben einfach unterstützen aufgrund des Charity-Charakters. Das nächste ist dann ein Hörbuch, Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens von Richard David Precht. Ich habe schon zwei, drei andere Bücher von dem Autor gelesen, dem ich eigentlich gerne zuhöre, wenn er Interviews gibt oder zu Themen befragt wird, weil ich seinen philosophischen Lebensansatz sehr gerne mag und dem gerne lausche. Und umso neugieriger war ich dann ja, im Grunde auf sein neues Buch, habe mich auch sehr gefreut, dass mir das vom Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Ihr findet unten in der Infobox auch immer die Infos zu den Büchern und da kennzeichne ich auch, was ein Rezensionsexemplar ist. Also schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr weitere Infos darüber wollt oder auch euch die Bücher nochmal genauer ansehen wollt. Und er spricht dieses Hörbuch auch selbst und ich war einfach neugierig, was er so ein bisschen zu künstlicher Intelligenz sagt und eben auch zum Sinn des Lebens. Man muss aber ganz klar sagen, dass das nichts für Optimisten ist, denn Richard David Precht ist hier unglaublich jammerig, negativ und pessimistisch unterwegs und meins war es leider nicht. Ich habe immer irgendwie noch drauf gewartet, dass da noch irgendwie was passiert. Das nächste Buch habe ich über die Blogger-Jury erhalten. Ich hoffe, man kann es ein bisschen erkennen. Ich hoffe, wenn ich euch das so ein bisschen ranhalte. Ja, es ist Nalas Welt von Dean Nicholson. Ein Mann, die Katze, die er rettete und ein Fahrradtrip um die Welt. Und hier hinten sieht man auch direkt ein paar Bilder von, ja, die hier so eingeblendet sind. Ja, es ist eine Freundschaft, eine besondere Freundschaft und eben eine Reise mit dem Fahrrad um die Welt. Und die Nicholson trifft eben auf die Straßenkatze, die er dann, ich blende es euch ein, die er dann eben Nala nennt. Und ja, die beiden reisen dann eben mit dem Fahrrad um die Welt. Das fand ich mega spannend. Und wird jetzt auch ganz hurtig im November gelesen. Habe mich sehr gefreut, dass ich hier bei der Blogger-Jury ja, im Grunde ja, das große Glück hatte, es zu gewinnen. Und ja, freue mich drauf. Ich mag Geschichten um die Welt und ich finde das kombiniert mit Tieren auch immer richtig, richtig schön und freue mich hier auf Nala und ihre Geschichte. Dann ist als Hörbuch eingezogen Eines Menschen Flügel von Andreas Eschbach. Ich bin ein großer Eschbach-Fan. Ich habe sehr viele seiner Bücher gelesen oder gehört. Muss hier aber schon sagen, dass mich hier ein bisschen die Länge abschreckt, also die Dicke an sich des Buches. Ich mich aber da dann eben auch ganz bewusst für das Hörbuch entschieden hat, das Simon Jäger liest, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ja, ja, und hier sind wir in einer Zukunftsversion, wo wir Menschen nicht mehr auf den Boden laufen dürfen. Ich glaube, wir sind auch irgendwie auf einem anderen Planeten und deswegen fliegen wir nun, aber sollen jetzt irgendwie zurückkehren. Wie ihr seht, ich bin super gut informiert. Es ist ein Eschbach, er klang spannend. Eschbach kann für mich unglaublich gute Science-Fiction schreiben und umso mehr freue ich mich, dieses Buch demnächst zu entdecken. Und als Hörbuch wird das dann auch mit dem Wälzer gar nicht so schwer fallen. Ja, ich bin gespannt. Eschbach kann Fiktion immer so schreiben, dass sie greifbar ist und man wirklich das Gefühl hat, das könnte passieren. Und das erhoffe ich mir einfach von hier tatsächlich auch. Dann ein Buch eingezogen von Jasmin Ahrensmeier. Ich ja, kann jetzt wirklich nichts für die Sonne machen. Ich könnte jetzt nur irgendwie in eine andere Ecke mich verziehen, aber das wäre irgendwie blöd. Ich blende euch das Cover einfach oben drüber ein. Ja, ein Buch, das zum Thema Achtsamkeit, bewusstes Leben. Es ist ein Inspirationsbuch und aus dem man tatsächlich ganz gute Impulse bekommt. Ich habe es gelesen und bin wirklich der Meinung, es ist sowohl für Anfänger wie für Fortgeschrittene. Jasmin Ahrensmeier kennt man hier, denke ich, vielleicht auch durch ihren YouTube-Kanal. Und ich mag ihre Art des Denkens, des Herangehens, das selbst reflektieren und eben ja so dieses ja, Quäntchen, was man manchmal für sich selbst einfach braucht, das macht sie super und ich mochte ihr Buch unglaublich gerne. Es hat super viel Spaß gemacht. Es geht einfach um mehr
Achtsamkeit im Alltag, um Selfcare. Man ist hier auf der Sinnsuche und bekommt hier eine wunderbare Werkzeugkiste geliefert. Ja, hat mir gut gefallen und darf jetzt auch weiter wandern, worauf ich mich sehr freue, dass hier dann die liebe Sarah, die man vielleicht unten aus den Kommentaren auch kennt, ja, hoffentlich auch ganz viel Spaß mit dem Buch hat. Da ging es weiter mit zwei E-Books, Beschwipste Früchtchen und andere Weihnachtskatastrophen von Franziska Erhardt. Ja, tatsächlich schon mal wieder eine Weihnachtsgeschichte, auf die ich mich sehr, sehr freue, werde ich, denke ich, Ende November, Anfang Dezember lesen. Ich mag die Bücher von Franziska Erhardt super gerne und ich glaube, wir sind hier auch wieder in England, wo auch schon, ja, ich glaube, die Buchhandlung damals gespielt hatte in Notting Hill und dann gab es ja noch irgendwas mit Torten. Ja, und jetzt bekommen wir Beschwipste Früchtchen. Ich weiß tatsächlich nicht viel über den Klappentext. Ich habe mir das Buch direkt bei Erscheinen geholt und freue mich jetzt mega drauf, das dann im Herbst, Winter ja auch zu lesen. Dann ist Die gute Seele von John Marsh bei mir eingezogen. Wir hatten ja Anfang Oktober unseren The Passengers Hangout. Das Buch sieht man, glaube ich, ja, wahrscheinlich nicht. Und da haben wir dann auch schon gesagt, da, also wir Mädels, die das in der Lesegruppe gelesen haben, dass wir auch Lust hätten, Die gute Seele zu lesen. Und auch das haben wir in diesem Jahr noch vor und es gab Die gute Seele für 2,49 Euro und da musste ich einfach zugreifen. Ich glaube, es geht hier um jemanden am Seelsorgetelefon, die aber, ich glaube, die Leute dazu eher noch bringt, vielleicht dann doch noch was Blödes mit ihrem Leben anzufangen, beziehungsweise ja, das Leben zu beenden. Ich kann es tatsächlich gar nicht so genau sagen. Ich fand, es klang spannend. Und ich freue mich einfach aufs gemeinsame Lesen mit den Mädels und vielleicht gibt es da ja dann auch im Nachgang einen Hangout. Als Hörbuch ist dann auch der zweite Band von Katinka Engel bei mir eingezogen. Love is Bold, du gibst mir Mut. Ich habe ja Anfang Oktober den ersten Band gelesen. Love is Wild, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hat mir der erste Band sehr, sehr gut gefallen. Ich glaube, es war Love is Wild. Es ist weg. Ja, ich habe ja im letzten Jahr die Bücher von Katinka Engel super gerne gelesen, diese Trilogie. Und ich habe den ersten Band gehört. Und schon als ich da in New Orleans angekommen bin und ja dieses Musikfeeling, dieses Städtefeeling hatte und die Charaktere kennengelernt hatte, habe ich gewusst, ich höre den zweiten Teil auf jeden Fall auch. Und da habe ich mir auch direkt Love is Bold geholt und auch angehört. Und mir haben beide Bände, habe ich direkt hintereinander gehört, super gut gefallen. Und ich mochte das New Orleans-Fieber, das hier ein bisschen weniger war und ich tatsächlich im ersten Teil ein bisschen besser herausgearbeitet fand. Ich hier aber die Geschichte um die Charaktere definitiv ein bisschen tiefgründiger und schöner fand. Und ja, hat mir großen Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt auch auf den dritten Teil. Heißt der vielleicht Love is Wild? Ich bin mir tatsächlich gerade nicht sicher. Aber ja, Love is Bold ist auf jeden Fall der zweite Teil und der dritte folgt, glaube ich, im November oder Dezember. Also das ist auch sehr schnell hintereinander erhältlich. Was ich schön finde, werde ich auch wieder hören. Das Besondere am Hören ist, dass wir hier zwei Perspektiven haben und eben auch zwei Sprecher, was ich immer sehr schön finde. Und ja, kann ich empfehlen. Ich mag dieses etwas erwachsenere, trotzdem leichtere ja, Liebesgeschichte mit eben auch so ein bisschen Lebenserzählungen. Sehr, sehr gerne so ein erwachseneres New Adult, wie ich finde. Und ja, das, was so das junge Erwachsenwerden doch irgendwie ausmacht, ohne diesen ja, extrem erotischen Anteil, der hier zum Glück eben auch nicht so groß war. Ja, hat mir gut gefallen und ich freue mich auch schon auf den dritten Teil. Dann ist eingezogen, auch dank vorablesen.de, Qualityland 2.0 von Marc-Uwe Kling. Das ist die Fortsetzung zu Qualityland, ein Buch, das mir, glaube ich, 2017 unglaublich gut gefallen hat. Eine sehr sarkastische, ironische Dystopie, die das Ganze irgendwie auf die Spitze treibt und noch mehr Spiegel vorhält, als es normale Dystopien vielleicht schon können. Marc-Uwe Kling hat einen unvergleichlichen Humor. Er trifft die Sache unglaublich gut auf den Kern. Man darf es nicht zu ernst nehmen und alleine wenn man hinten den Klappentext liest mit dieses Buch ist ein Mega-Page-Turner, was in Kapitel 4 passiert, ist ultra krass.
Ich glaube, es gab gar kein Kapitel 4, wenn ich das so spoilern kann. Es hat mich sehr, sehr gut unterhalten. Es hat direkt angeknüpft an das erste Buch. Es war vielleicht ein Hauch weniger innovativ, aber klar, man wusste natürlich schon um die Welt und was hier Marc-Uwe Kling geschaffen hat. Aber mir hat der erste Teil so gut gefallen und da war ich sehr happy, als bei Vorablesen es die Möglichkeit gab, das Buch zu gewinnen und ich da Glück hatte. Hat mich wirklich sehr gefreut und ja, habe ich gern gelesen. Ertauscht habe ich von Eckhart Tolle jetzt die Kraft der Gegenwart. Wie man ja unschwer erkennen kann, hatte ich im Oktober kurz so eine Phase, wo ich so ein bisschen nach dem Sinn gesucht habe und es mir einfach auch nicht so gut ging Anfang Oktober. Und ich habe so, so viel Gutes, ich blende euch das Cover ein, so, so viel Gutes von diesem Buch gehört. Und ja, ich bin mega gespannt, was da drin steckt. Er versucht eben mit dem Achtsamen und der Gegenwart hier einfach etwas den Menschen zu geben. Ich kann gar nicht so viel tatsächlich zu dem Buch sagen. Es soll ein toller Ratgeber sein und ein Gewinn für das Leben. Und ich bin einfach mega gespannt und neugierig und was mich da erwartet. Ja, bei Tauschticket ertauscht und ist wirklich in einem sehr guten Zustand. Ich würde sagen, ein, zwei Mal gelesen, aber alles schick. Auch Tauschticket habe ich für mich ja entdeckt, kann ich auch nur empfehlen. Dann hat mich ein wunderbares Paket von der lieben Anka erreicht und darin erhalten war Orca Sommer von Sabine Giebken. Sie hat in zwei, drei Videos davon geschwärmt. Das ist ein Jugendbuch, das ich glaube in Kanada spielt, wenn ich mich jetzt gar nicht täusche. Und wir treffen auf Svenja, die glaube ich da jetzt gerade hingezogen ist und dann trifft sie in der Bucht einen kleinen Orca und es soll eine wunderbare, ältere jugendliche Geschichten sein, die mich einfach so vom Schwärmen von der lieben Anka begeistert hat. Und da hat sie gesagt, das ist ein Buch, das ihr zwar super gut gefallen hat, aber sie wohl kein zweites Mal lesen wird und ob ich es denn gerne haben möchte. Und natürlich möchte ich es gerne haben. Und ich sehe mich damit auch schon ganz, ganz bald auf der Couch sitzen und es lesen, weil es einfach so, so schön geklungen hat, was die liebe Anka darüber erzählt hat. Und ich bin ihr wirklich sehr, sehr dankbar für diesen Neuzugang und für diesen lieben Gruß. Und ja, vielen lieben Dank nochmal an dieser Stelle und freue mich sehr auf das Buch. Dann bin ich über ein Buch gestolpert von Sonja Flieder und zwar über ein Winterbuch von ihr. Da geht es um einen Lamahof und habe dann aber festgestellt, dass es da einen ersten Band dazu gibt, der eben Mein kleiner Apfelhof zum Glück heißt. Und natürlich haben mich hier total die Lamas angesprochen oder Alpakas sind es ja in dem Fall, glaube ich. Ja, es sind Alpakas. Und ich habe dann auch zum Hörbuch gegriffen, weil für mich ja Wohlfühlgeschichten sehr, sehr gut als Hörbuch funktionieren. Und ich habe das Hörbuch jetzt in der letzten Oktoberwoche auch gehört und ich fand es sehr zauberhaft. Ich mochte diese Idee mit diesem Hof und auch diese Kombination so aus dem Leben von der jungen Frau, die ihren Job verloren hat, jetzt ihre Oma zieht. Und die eben einen Apfelhof hat und die dann ihre Leidenschaft zur Bäckerei wiederfindet und oder zum Backen. Und dann gibt es da einen Tierarzt und dann gibt es auch noch Nachwuchs bei den Alpakas. Also richtig, richtig schön, war eine richtig schöne Geschichte. Bin ich eben darauf gekommen, weil mich diese Wintergeschichte so angesprochen hat und die ich denke dann auch im Dezember hören werde, weil mir der erste Teil eben auch so, so gut gefallen hat und sehr viel Spaß gemacht hat und aber so kommt man manchmal auch zu Geschichten und zu Büchern. Dann habe ich bei Medimops bestellt, daran schuld ist ein Autor, den ich bei den Kurzgeschichten entdeckt hatte und habe dann eben auch noch zwei, drei andere Bücher auf der Wunschliste gehabt, beziehungsweise auch im Warenkorb. Meine Güte, können wir hier einen Rap machen. Und da habe ich dann eben mich umgesehen, was so ein bisschen von meiner Wunschliste da ist. Und um dann eben auf die 10 Euro zu kommen, damit das Porto frei ist, habe ich eben noch ein paar Bücher mit bestellt. Zum einen von Judith und Christian Vogt, Wasteland, was glaube ich auf Grundlage eines Computerspiels aufgebaut ist. Ich weiß, dass uns das, glaube ich, letztes Jahr, ich glaube, es ist aus 19, wenn ich mich nicht täusche, wenn es nicht 18 war, nein, es war 19, ist uns das auf der Leipziger Buchmesse vorgestellt worden vom Knauer Verlag. Und da hatte ich das eben auch schon ein ganzes Stückchen jetzt auf der Wunschliste. Und es geht hier um eine Frau mit einem Motorrad, einen Mann mit einem Baby, eine Gang mit einem Schaufelradbagger. Und wir sind hier wohl nach drei Kriegen und es gibt ein Wasteland-Virus, das die Menschheit beinahe ausgelöscht hat.
Und es gibt hier eben Banden, die das Land beherrschen und ja, der Rest der Menschen kann hier irgendwie nur noch was tauschen. Und dann wird aber in der Bunkeranlage ein Baby gefunden und ja, ich bin mega gespannt. Passt natürlich gerade ganz gut auch in unsere Situation. Ich möchte jetzt nicht hoffen, dass es so weit kommt, dass wir ausgerottet werden, aber ja, es ging, also ich bilde mir ein, mich daran zu erinnern, dass es irgendwie was mit einem Spiel zu tun hatte. Und ja, sie ist ursprünglich Buchhändlerin und er ist studierter Physiker. Und ja, ich habe keine Ahnung. Irgendwie, ja, es gibt hier eine Inhaltswarnung, die sehe ich jetzt erst. Gewalt, explizite Schilderung von Sex, Depression und bipolare Neurodivergenz, Kontrollverlust, verbale Androhung sexueller Gewalt, Erwähnung von Sklaverei und sexuellem Missbrauch. Ja, ich würde sagen, wir sind gewarnt. Habe ich tatsächlich hinten gar nicht gelesen. Ich finde Triggerwarnungen gut. Allerdings würde es vielleicht Sinn machen, wenn man den Hinweis auf die Triggerwarnung bekommt. Aber ja, es könnte ein sehr derbes Buch werden. Ja, aber ich werde es auf jeden Fall lesen, weil ich es sehr, sehr spannend finde. Und solche Science-Fiction-Stories ja auch grundsätzlich super gerne mag, wenn es so ein bisschen abdriftet in diese postapokalyptischen Geschichten. Und dann habe ich entdeckt bei Medimobs das Haus der 1000 Welten von T.S. Orgel. T.S. Orgel ist ja ein Bruderpaar, von denen ich auch schon zwei Bücher gelesen habe. Ich glaube, die Blausteinkriege und ich glaube auch ihr erstes Buch hatte ich gelesen. Waren das die Blausteinkriege? Das kann durchaus sein. Genau, Tom und Stefan Orgel. Es gibt auch ein Orks-Buch, ja, das hat mich aber nicht so angesprochen, aber die Blausteinkriege waren es und es war noch irgendein anderes Buch, ich weiß es gerade nicht. Und ich habe die beiden auch mal in Leipzig auf einer Messe getroffen, ich glaube, es ist aber bestimmt schon 3 Jahre bestimmt her. Und ja, ich hatte das Buch jetzt ein ganzes Weilchen auch auf der Wunschliste, weil es nach wunderbarer High Fantasy klingt. Hinter diesen Pforten warten Ruhm und Reichtümer oder der Tod. Und es ist ein Fantasy-Abenteuer, eben der Bestseller-Autoren. Und ja, hatte ich ein ganzes Weilchen auf der Wunschliste, durfte jetzt eben relativ günstig bei mir einziehen. Für ein gebrauchtes Buch hat es unten nur ein Menge-Exemplarstempel und so ein paar Abdrücke, aber ich finde das absolut in Ordnung und ja, bin sehr gespannt. Mich hatten die wirklich, ich glaube, es waren die Blausteinkriege, ja, die haben mir super gut gefallen. Die habe ich in sehr, sehr positiver Erinnerung. Wahrscheinlich war es auch Teil 1 und 2, ne? Weil ich denke, ich habe Bücher gelesen, genau, und 3. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ich glaube, ich habe die auch alle 3 gelesen. Bin mir gerade nicht mehr sicher, aber darauf freue ich mich auf jeden Fall auch sehr, sehr, sehr. Dann das Buch, weswegen ich eigentlich dann bei Medimobs bestellt habe. Und zwar habe ich bei den Kurzkrimis Wulf Dorn für mich entdeckt. Und ich fand seinen Kurzkrimi unfassbar gut. Also ich war da wirklich geflasht und begeistert. Und hatte dann eben auch Austausch mit der lieben Anka, unter anderem dann auch über Wulf Dorn. Und sie hat sich als totales Fangirl geoutet. Und ich wusste das aber tatsächlich, hatte das nicht so richtig auf dem Schirm, dass sie Wulf Dorn da wirklich so begeistert liest. Und dann haben wir uns so ein bisschen ausgetauscht und ich hatte 2 Bücher auf meine Wunschliste von ihm gepackt, die mich vom Klappentext angesprochen hat. Und Anka hat dann gesagt, ja, sie hätte Lust, Kalte Stille mal wieder zu rereaden. Und das war tatsächlich auch eins der beiden Bücher auf der Wunschliste. Und da habe ich gesagt, komm, das bestelle ich mir jetzt einfach direkt mit und dann lesen wir das im November einfach gemeinsam. Das heißt also schön, wenn die Stille zum Albtraum wird. Es geht hier um eine Tonbandaufzeichnung, die in abrupter Stille endet. Unerträglicher Stille. Mehr ist Jan Forstner von seinem kleinen Bruder nicht geblieben. Vor 23 Jahren ist Sven spurlos verschwunden. In derselben Nacht verunglückte auch sein Vater unter rätselhaften Umständen. Beide Fälle konnten nie aufgeklärt werden. Als Jan gezwungen ist, an den Ort seiner Kindheit zurückzukehren, holt ihn die Vergangenheit wieder ein. Ein mysteriöser Selbstmord führt ihn zu einem schrecklichen Geheimnis. Und ja, ich bin mega gespannt. Anka hat super geschwärmt von Wulf Dorn und umso neugieriger bin ich, das Buch jetzt auch im ja, November zu lesen und freue mich auch auf den Austausch dann mit der lieben Anka. Und dann das letzte Buch aus der Medimobs-Bestellung ist ein Buch, das ich glaube ich bei Steffi vom Buchschnack gesehen habe und zwar von Helen Keane. Die Wissenschaft von Eis und Feuer, wenn Game of Thrones auf Fakten trifft. Und das klang total interessant, was Steffi da erzählt hatte. Denn es geht hier, ja, es ist der unautorisierte Forschungsbericht aus Westeros.
Und hier heißt es so schön, dieses Buch ist kein offizielles Produkt der Game of Thrones Serie. Und Game of Thrones spielt mit den Grenzen zwischen Magie und Möglichkeit, Fabel und Historie und lädt die Fans zu wilden Spekulationen ein. Nun lüftet Helen Keen die wissenschaftlichen Geheimnisse dieser fantastischen Serie und findet auf fast alles eine Antwort. Ein großer Spaß für alle, die gerne mal wie ein echter Master denken. Ja, es geht hier um das Zerquetschen menschlicher Schädel, genetisch, wenn man Geschwisterliebe, wenn da Sprossen herauskommen, Metalllegierung hält, enorme Hitze als Drachenfeuerstand und Frage, wann wird es Winter? Ich bin mega gespannt. Ich weiß, dass Steffi da einiges dazu erzählt hat und mich das mega angesprochen hat und es deswegen auch auf der Wunschliste gelandet ist. Und als Game of Thrones Fans, musste dieses kleine, dünne Büchlein einfach auch mit. Dann, Hörbuch und zwar von Fitzek ist ja das neue Buch herausgekommen, Der Heimweg. Und ich wollte mir das ursprünglich am Samstag nach Erscheinen direkt als echtes Buch kaufen. Bis dahin hatten mich aber 2-3 Warnungen ereilt, dass der neue Fitzek sehr brutal ist, dass es sehr gewaltvoll ist. Ich habe auch die Warnung bekommen, Steffi, ich glaube, das ist nichts für dich, das überschreitet deine Grenzen. Er ist hier sehr brutal und hält die Kamera sehr, sehr drauf. Ja, diesen Warnungen bin ich gefolgt und habe mir dementsprechend erstmal nur das Hörbuch geholt. Glaube, das ist eine ganz gute Entscheidung. Ich muss auch echt sagen, ich bin ein bisschen abgekommen. Ich wollte es eigentlich direkt lesen, auch jetzt so in meiner Urlaubswoche. Aber also die Warnungen waren mir fast ein bisschen zu viel. Auch wirklich explizit 2-3 Dinge, die mir auf Wunsch von mir auch erzählt wurden, wo ich so denke, will ich das wirklich lesen? Und warum geht Fitzek jetzt diesen brutalen Weg, verstehe ich nicht so ganz. Aber also ich werde es hören, ich werde es anfangen und hoffen, dass ich es vielleicht hörend irgendwie, vielleicht nicht ganz so schlimm finde. Für mich war das aber definitiv ein Grund, es nicht als echtes Buch zu kaufen, weil es für mich schon so klang, wie wenn das vielleicht tatsächlich mal ein Buch von ihm ist, das ich auch nicht beende. Und dann wäre es blöd, es einfach hier schon gehabt zu haben, weil irgendwann sollen hier ja nur noch Highlight-Bücher und Subbücher stehen. Und nachkaufen, wenn ich es feiere, kann ich ja im Grunde immer noch. Von daher, es ist tatsächlich nur als Hörbuch bei mir eingezogen. Und dann ist noch das neue Buch von Kira Moon bei mir eingezogen, White Like a River. Das ist der erste Teil der Kanada-Dilogie, glaube ich. Kira Moon kennen wir ja von der Leuchtturm-Trilogie aus dem letzten Jahr, die ich sehr, sehr gerne gehört habe, besonders Teil 1 und 3. Und die haben mir ja sehr viel Spaß gemacht. Mit Band 2 war ich nicht ganz so happy, aber war, glaube ich, auch noch ein 3-Sterne-Buch. Und hier sind wir in Kanada und wir treffen eben, glaube ich, direkt auf eine junge Frau, deren Vater ein Reservat betreut. Und dann treffen wir eben auf 2 Jungs, die dort irgendwie zu Besuch sind. Und ich glaube, die Geschichte spielt dann jeweils um eine, oder die beiden Geschichten spielen dann jeweils um einen der jungen Männer. Und tatsächlich viel mehr weiß ich nicht. Ich fand aber, das reicht, denn wir reisen mal nach Kanada, worauf ich mich sehr freue, und sind hier in der Natur unterwegs. Und ich glaube, das passt einfach jetzt auch perfekt in den November und Dezember, dass man hier so ein bisschen ein kälteres Kanada-Gefühl hat. Und mir hat Kira Moon eben in der Leuchtturm-Trilogie schon so gut gefallen. Deswegen, schaue ich mir das mal näher an. Dann sind noch 2 Bücher von der lieben Tanja bei mir eingezogen. Die hat nämlich aussortiert. Ihr kennt sie vielleicht noch unter Berlin Books. Da hat sie auch YouTube-Videos gemacht und sie hat ein bisschen ausgemistet und hat mir zum einen ein Buch zugeschickt, das ihr sehr gut gefallen hat, die aber auch sagt, sie wird es wohl kein zweites Mal mehr lesen, und zwar Das Antiquariat der Träume von Lars Simon. Denn Bücher können nicht nur einen Menschen, sondern die ganze Welt verändern. Und es ist tiefsinnig, humorvoll und berührend. Eine Geschichte über die Magie der Literatur und der Liebe. Und ich finde, das passt zu uns Büchernerds ja wie die Faust aufs Auge und hat mich sehr angesprochen. Und nachdem auch Tanja davon schwärmend berichtet hat, war ich sehr happy, dass sie mir das überlassen hat. Und dann ist ein neuer King bei mir eingezogen, beziehungsweise eben ein King, ein gebrauchter King, den sie eben aussortiert hat, und zwar Blut. Enthält 3 Geschichten und gehört zu der Skeleton Crew, und zwar Im Morgengrauen, Der Gesang der Toten und Der Fornit.
oder Fournit, nee, Fournit wahrscheinlich. Und es ja, umfasst eben diese drei Kurzgeschichtenbände. Es sind aber einige, viele Geschichten drin, wie die Ballade von der flexiblen Kugel, Morgenlieferungen, Überlebenstyp, Nona für Owen, das ist ja sein Sohn, Textcomputer der Götter, der Jaunt, der Hochzeitsempfang, der Affe, der Nebel. Ja, ich bin mega gespannt. Ich habe, glaube ich, einen Band, das müsste von Neat sein, den müssten wir, glaube ich, unten haben, aber eben nicht im Morgengrauen und nicht der Gesang der Toten. Und ich finde es ganz cool, dass jetzt alle drei Bände in einem Verein sind und ja, freue mich da auch aufs Lesen und ja, bin sehr happy über die zwei Bücher. Und das waren sie jetzt auch schon, die 20 richtigen Neuzugänge, die auch auf dem Sub zählen. Und ich bin ein bisschen entsetzt, wie wenig tatsächlich jetzt schon in dem Monat davon gelesen eigentlich wurde. Aber der November soll ja ein bisschen ruhiger werden, was Neuzugänge angeht. Von daher, ja, kriegen wir das hin. Jetzt sind aber noch einige Bücher bei mir eingezogen, also Highlight-Bücher, die ich ertauscht habe oder, ja, ertauscht habe. Ich glaube, sie sind alle ertauscht. Bis auf, ja, sie sind alle ertauscht. Das sind alles ertauschte Bücher. und ja, worüber ich mich sehr freue, dass ich Highlight-Bücher dann eben auch bei Tauschticket zum Beispiel finde. Zum einen After the Fire von Will Hill, ein absolutes Highlight-Buch. Ich glaube im August oder September. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Wir haben hier ja im Grunde ja, ein junges Mädchen, das Moonbeam heißt, richtig. Und es passiert ein Brand, und zwar in der Gemeinde, in der sie lebt, das eine Art Sekte ist. Und sie erzählt uns eben zum einen, sie ist jetzt in der Psychiatrie und erzählt dort eben ihre Geschichte. Und wir erleben aber auch ihre Zeit, wie sie damit umgeht und es weiterverarbeitet. Und es war eine tolle Geschichte, die mich total gefesselt und gepackt hat. Und auch dieses Sektenleben, was mich sehr erschüttert, weil die Vorstellung, dass das wirklich so passiert, heute und jetzt und hier, finde ich einfach irre und fand ich großartig, deswegen sehr, sehr happy, dass es als echtes Buch bei mir eingezogen ist. Dann habe ich Frühstück mit Elefanten von Gesa Neitzel entdeckt. Ich habe das ja damals als E-Book gelesen, habe ich absolut gefeiert. Wir lernen hier Gesa Neitzel kennen. Sie ist ja, glaube ich, Berlinerin und schmeißt alles hin und geht nach Afrika und lernt dort dann eben alles über Elefanten und Gelbschnabeltokus und wird dann im Grunde Rangerin. Und dann gibt es ja auch das zweite Buch mittlerweile von ihr, das aber gar nicht mehr so um dieses Rangerleben geht, sondern eher um den Tierschutz und den Umweltschutz und ja, wie wir die Erde ein bisschen schützen und retten können. Freue ich mich sehr, dass das Büchlein auch den Weg zu mir gefunden hat. Dann ist eingezogen von Elizabeth Gilbert Big Magic. Das Buch habe ich vor einigen Jahren, als es herausgekommen ist, gelesen. Damals noch in so einer Hardcover-Ausgabe, wo Elizabeth Gilbert nicht drauf zu sehen war, sondern die Optik anders war. Und habe ich als E-Book, glaube ich, auch gelesen. Und das möchte ich im Januar rereaden, so als Start in das neue Jahr. Denn es ist hier für alle, die Lust haben, die Dinge endlich anzupacken. Und es ist ein Mutmacher, eine Ode an Kreativität. Und ja, mir hat ja in diesem Jahr auch Eat, Pray, Love super gefallen, als ich das gereadet habe. Und umso mehr freue ich mich jetzt auch auf The Big Magic und das Anfang des Jahres dann nochmal zu genießen. Und es will noch kein Ende nehmen. Nein, es ist... Nevernight, der zweite Teil, bei mir eingezogen. Das Spiel von Jay Kristoff. Ich muss, glaube ich, nichts mehr zu Nevernight sagen. Ich habe in den letzten Wochen so viel davon geschwärmt. Wir haben im Hangout geschwärmt. Ich habe einen Hörgenuss da viel geschwärmt. Und ja, der zweite Teil ist nun auch als echtes Buch bei mir eingezogen. Der erste liegt ja schon hier oben. Bin ich super happy, dass ich das bei ja, auch bei Tauschticket entdeckt habe. Es ist in sehr gutem Zustand. Es hat unten nur so ein paar Rillen und ein Mängelexemplarstempel, aber sonst sieht das Buch wirklich top aus und ich freue mich sehr, dass die Reihe jetzt so nach und nach bei mir einzieht und der dritte wird wahrscheinlich dann auch ganz bald bei mir einziehen müssen. Dann ist eingezogen, ja, von der lieben Jenny habe ich zwei Bücher bekommen. Wir haben ein kleines Tauschpaket gemacht und zwar ist Skriptos von Ursula Ponsnanski bei mir eingezogen. Ich habe dieses Buch ja absolut gefeiert. Für mich ein absoluter Ponsnanski-Highlight und ein Highlight-Buch in diesem Jahr. War für mich mit dieser Weltengestaltung wirklich großartig, dieses Science-Fiction und ja, fand ich mega. Und ich habe ja mitbekommen, als Steffi vom Buchschnack und Jenny das zusammen gelesen hatten, die hatten ja im Oktober,
oder im September, ihrem Poznanski-Marathon. Und die waren ja nicht so begeistert von Kryptos. Und ich habe dann so versucht, ein bisschen Aufklärungsarbeit in der WhatsApp-Gruppe zu machen und habe dann gesagt, wenn jemand sein Exemplar loswerden möchte, bitte, bitte melden, lasst uns da irgendwie tauschen. Und ja, Jenny hat sich gemeldet und hat mir ihr Büchlein jetzt vermacht. Und da freue ich mich sehr, dass dieses Highlight-Buch in mein Regal einzieht. Ich fand's großartig. Es gibt auch ein Hangout von den beiden zu dem Buch, aber wie gesagt, beide waren nicht ganz so begeistert. Ich fand's aber toll und ja, bin sehr happy, dass Jenny es mir vermacht hat. Und dann ein Buch, was eigentlich auf den Sub gehört, ich aber schon auf dem Sub habe. Ich aber vielleicht vermute, dass das ein Highlight werden könnte und ich deshalb Jenny auch einfach gefragt habe, ob ich das mit tauschen kann. Sie hat von mir auch zwei Bücher bekommen. Und es ist Psychose von Blake Crouch. Das ist der Auftakt einer Trilogie, der Wayward Pines Trilogie. Und ich habe das als Hörbuch hier, weil ich einfach dachte, dass mir das als Hörbuch gefallen wird. Und ich glaube, ich habe auch Gestohlene Erinnerungen und Mage Runner? Ich weiß nicht mehr. Der Zeitenläufer, das war ein ganz schwarzes Buch. Das habe ich auch gehört und dachte eben, vielleicht passt Blake Crouch einfach zum Hören. Und habe das jetzt aber bei ihr eben entdeckt als echtes Buch. Und da sind sogar noch die Leseabschnitte drin. Finde ich total lustig. Ich werde es aber wohl hören, mit aber der Hoffnung, dass es mich umhaut und begeistert und ich dann das echte Buch schon ins Highlight-Regal dann stellen kann. Und wir haben hier eine idyllische Kleinstadt, tief im Wald und kein Weg zurück. Die Stadt ist irgendwo im Nirgendwo und dann sollen zwei Vermisste aufgespürt werden und ich bin mega gespannt. Es soll sehr skurril sein, einfach auch mal was anderes und allein auch, das Cover ist schon was anderes, wie ich finde. Ja, mich hat es total angesprochen, deswegen auch schon das Hörbuch und ich hoffe wirklich sehr, dass das eine Highlight-Reihe wird und ich dann auch das Buch zu meinen Highlights packen kann. So, das waren sie jetzt auch, die vielen, vielen, vielen Neuzugänge im Oktober. Meine Güte, wann soll man das alles lesen? Zum Glück kommt jetzt ja die dunkle Jahreszeit, wo man noch ein bisschen mehr lesen und hören kann als im Sommer. Zumindest ich, wie das so ist. Und ich bin sehr gespannt. Vielleicht ist ja das ein oder andere Buch auch bei euch eingezogen. Vielleicht habt ihr ja auch ein Highlight-Buch, was im Oktober eingezogen ist und gelesen wurde. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ihr findet in der Infobox alle Bücher. Schaut da gerne vorbei. Und mit meinem Buch stapeln werde ich mich jetzt mal... Ich glaube, ich kann jetzt eigentlich nur noch sagen, ich kann jetzt jeden Tag nur noch lesen. Genug Stoff ist diesen Monat auf jeden Fall bei mir eingezogen. Und ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.